Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play LS17, ja, auf der Map Sibasusum. Es geht weiter, wir haben in der letzten Folge ein bisschen gezetert. Da bringen wir den Zeter jetzt weg und werden direkt schwadern, dass wir das Feld noch fertig kriegen, bevor es ganz stocken dunkel wird. Aber das müssten wir eigentlich hinkriegen. Wir haben zwar nur einen kleinen Schwaderer, aber das machen wir mit GPS, dann ist das auch gerade und der Schwad, der liegt dann besser. So, wollen wir mal schnell wegbringen, unser gutes Ding. Ist der auch beleuchtet? Ne, das ist der Standard, oder? Ja. So. Und dann werden wir auch bald mal unsere Nuggets suchen gehen, würde ich sagen. Aber erstmal machen wir das Feld fertig. So, zack. Rein mit dir. Kriegen wir dich da auch so rein? Aber wir haben dich auch rausgeholt, ne? So, unser Schwader. Auf geht's. Rum um die Kurve. Dann werden wir ihn mal ausklappen. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal GPS an. So, automatische Arbeitsbreite. Kleines Stückchen noch. Hier ein kleines Stückchen rüber. So müsste das passen. So, dann können wir ihn senken, unser Schwader. Und aktivieren. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Also müssen wir den ganzen Schwad aus dem Graben hier rausholen. Den wir hier ja ein bisschen doch zu weit gemäht. Ihr seht es, hier vorne liegt er echt weit drin. Aber die Schwarz sieht gut aus, ne? Würde ich sagen. Ich muss gestehen, es ist das erste Mal, dass ich mit diesen kleinen arbeite. Ich habe sonst immer den nächstgrößeren. Den fand ich auch echt manchmal zu groß. Vor allem, wenn man kleine Felder hat oder gerade erst anfängt. Aber das ist okay. Ich habe es mir bei einem anderen Let's Play angeguckt, wie man das eigentlich macht. Also man fährt einmal runter und dann Gegenuhrzeigersinn. Weil ihr seht, hier an der Seite, da wird das Heu rangeschmissen und bleibt dann da liegen an, sagen wir hier, wo Pöttinger steht. Und jetzt fahren wir gleich noch einmal hoch. Und dann haben wir die erste Schwad fertig. So, anheben. Und rum. Oh, hier ist ja auch ein Graben. Das war aber hart an der Grenze. Irgendwas passt doch jetzt hier gerade nicht. Irgendwas passt doch hier gerade nicht. Ich muss doch... Stimmt. Ja, jetzt weiß ich auch, was nicht passt. Ich bin einen zu weit gefahren, ne? Ich bin ein Schwad zu weit rüber gefahren. Deswegen konnte es nicht passen. Dann liegt der jetzt aber wieder falsch, oder? Wenn wir jetzt so fahren. Ja. Ah, egal. Dann haben wir halt einen dünneren Schwad. Müssen wir gleich nochmal runterfahren. So, genau. So passt es. Ich war eine Spur zu weit rüber. Deswegen hat die Schwad nicht gepasst. Aber wenn man jetzt guckt, das ist eigentlich eine gute Bahn. Das müsste unsere Ballenpresse, die wir dann kaufen, eigentlich schaffen. So, aber ich bin noch überlegen, was für eine Ballenpresse, weil wir brauchen auch ein bisschen Silageballen, ne? Unsere Schafe hier, die Sibasusum-Schafe, die kriegen auch Silage, also sollen unsere hier auch Silage kriegen. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt können wir heben und jetzt nehmen wir die Spur, die wir gerade eben hatten. Einmal rum. So, zack, zurück. Senken und weiter geht's. Aber müssten wir eigentlich da hinten die Spur nochmal rüberziehen. Das schaffen wir eigentlich.
Oh, wisst ihr, was wir ganz vergessen haben? Müssen wir mal reinspringen. Ihn zu aktivieren. Und ich habe den Kurs, glaube ich, nicht gespeichert, oder? Ich habe den Kurs nicht gespeichert. Oh. Was ist das? Irgendwie ist er ein kleines bisschen verbuggt, würde ich sagen. Aber erstmal werden wir ihn schnell vollfüllen. Ah, das Feld, das sieht schon gut aus. Er ist schon, schon echt weit gekommen. Aber ich glaube, man darf die nicht drauf stehen lassen. Dann verbuggt das. So, einmal rückwärts ran. Rückwärts ran. Dann Z. Jetzt liegt der Lose drauf. Ey, das ist einer, ich finde diesen Sound von denen, der ist so geil. So, Mr. Verbuggedo. Ich stelle mal kurz hier ab. Und hört ihr das? Wir machen das nochmal. Jetzt hört mal genau auf den Traktor. Der braucht Anlaufzeit, ich sag's euch. So, Feld Nummer 6. Feld Nummer 6. Wir haben Vorgewinne 2 hatten wir. Wir haben angefangen Nordost Richtung Westen. Genau, perfekt. Und hier macht er gleich weiter, das ist sehr schön. Das haben wir in der letzten Folge ganz vergessen. Also nicht in der letzten Folge, jetzt gerade ganz vergessen, das wäre ja was geworden. Langsam muss ja auch mal Feld 6 fertig werden. So, dann geht das Schwadern weiter. Und dann Pöttinger Schwader. Mit welchem fahren wir denn gerade? Den Agrostar 661. Ja, auch ein schöner Deutz. Ich bin sowieso so Deutz Fan. Fend finde ich auch gut. Aber so die anderen, die finde ich, die machen zwar ihre Arbeit, aber ich bin so eher der Deutz-Fan-Fan. War ich schon immer. So, kriegen wir die Schwarte hier nochmal rüber. Das wäre sehr schön. Das ist super. Und bis zum Ende. Nicht so weit, da geht schon wieder runter. Und diesmal nehmen wir die richtige Schwarzseite. Und weiter jetzt. Ja, ich glaube viereinhalb Reihen werden wir hier schaffen. Das ist schön. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Ballen wir hier rauskriegen. Da bin ich mal echt gespannt. So. Dann werden wir gleich wieder runterfahren. Dann können wir schon fast unsere Ballenpresse kaufen. Genau, ich bin am überlegen, was wollen wir denn, wir müssen euch mal gucken, ich habe glaube ich eine nur drin, die macht Quaderball, eine schöne Klaas, eine ältere, müssen wir mal gucken. So, hier vorne machen wir nachher nochmal hinten, so anheben. Und zack. Und bis rückwärts ran. Senken und weiter geht's. Ja, dann haben wir bald unser erstes Grasfeld schon fertig, komplett. Dann können wir es nachher auch gleich nochmal striegeln, falls es geht. Ich hoffe, dass es geht. Oh, Bauer Heinrich. Na, Licht brauchen wir noch nicht. Wir sehen noch so ein bisschen, sehen wir noch. Der Dünger ist gleich leer, aber 9% glaube ich, mit dem Dünger kommst du echt weit. Lassen wir ihn noch fahren. Dann können wir nochmal den auffüllen und dann müsste es eigentlich auch in der Folge, müsste er es eigentlich auf Feld 6 schaffen, fertig zu kriegen. So.
anheben. Rum. Und senken und weiter geht's. Nun, wie gesagt, 4 Schwanen wären es bestimmt. Schön in der Reihe, so wie es sich gehört. Ja, der macht seine Aufgabe ganz schön gut. Gut, mit der einen Nummer größer wird es natürlich schneller gehen. Das wären dann 3 Reihen, würde ich sagen, maximal. Aber wir fangen klein an und das ist auch eine kleine Wiese. Echt fahren sie auch, glaube ich, nicht mit so einem riesen Schwader direkt drauf. So, immer noch 8%. Ach, das kommt hin. Da geht wahrscheinlich eher das Maiskorn leer, als der Dünger leer geht in unserer Sämaschine. So, zack. Und die vorletzte Runde. So, fahren wir mal in der Innenansicht. Oh, da kannst du ruhig ein bisschen schneller fahren. Machen wir mal Tempomat, irgendwann mal nach hinten gucken können. Jawohl, das sieht doch astrein aus, würde ich sagen. Hat er eigentlich. Nein, hat er nicht. Das ist ja auch ein Standard-IC-Steuerung, hat er leider nicht. So. Von außen nochmal machen wir noch eine Bahn und dann sind wir hier schon fertig. Dann können wir den Schwader gleich wieder wegbringen. Dann werden wir. Ja, was sollen wir? Ich würde vielleicht sagen, es lohnt es sich nicht, eine Rundballenpresse zu kaufen, wenn wir doch mal wieder ganz viel Heu und Stroh haben, Heu haben. Also Gras mähen. Dann können wir uns das auch mal mieten. Eine Presse. Eine Wickelmaschine oder was zusammengehört direkt. Bevor wir uns das jetzt extra kaufen, 2 Pressen, aber ich will eher mit Quaderballen arbeiten. Ja, das machen wir auch. Wir holen uns eine Quaderballenpresse und wenn wir dann Silage brauchen, dann leihen wir uns mal eine vom Händler. Lohnunternehmer haben wir nicht. Dann leihen wir sie uns mal, weil ich weiß, unser Händler des Vertrauens, der leiht uns auch mal Maschinen. So, doch 4 Schwane. Das ist astrein. Das sieht mega aus. Konnten leider nicht weitermähen, weil das schon zu dem Feld vom Nachbarn gehört. Fahren wir in den Rhein. Einer schaffen wir. So, und dann werden wir da oben noch mal kurz hochfahren, dass wir den Rest auch wegkriegen. So. Wollen ja hier nichts verschwenden. Und zack, dann machen wir nochmal eine Runde. Schon zwar alles jetzt an der Seite gelegt. Dass das aber auch schön gerade hier ist. Perfekt. Dann machen wir ihn aus. So, dann können wir unseren Schwader schon wieder direkt in eine Scheune bringen. So. Rückwärts rein. Oh, ich vergesse es immer, dass wir ihn erstmal senken sollten, ne? So, und dann gucken wir jetzt mal, was wir so an Ballpressen haben. Wo sind sie? Da, Ballentechnik. Bisschen zu teuer, ja. Krone. Das ist eine Krone, die wir haben keine Glas, ne? Was macht die? Die macht Rundballen, ne? Die könnten wir uns dann zum Not mal leihen. Was ist der Unterschied? Aber macht die Rundballen? Ne, die macht Quaderballen. Die macht rund, genau, die macht Rundballen. Die macht Quader, aber wir kaufen uns die gebrauchte Krone Big Pack. Was können wir mit farbiger Front? Ah. Farbige Rückseite. Nehmen wir die mal. So, das ist schön. Brauchen wir noch alle. Hat der. Sehe ich gerade gar nicht.
Der ist fest. Okay. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal unseren schönen MB-Truck. Der ist auch von innen beleuchtet. Und werden mal unsere Ballenpresse holen. Vom Händler. Ein Auto? Nein. Und ab geht die Fahrt. Schön beleuchtet. So, alles an. So, 3% hat er noch. Na, das schaffen wir. Granin hat er noch 9 gehabt, wo wir das letzte Mal geguckt haben. So, Leute, jetzt holen wir die Ballenpresse. Es wird immer. Wir haben jede Menge Arbeit. Unser Hof wächst langsam. Ich weiß gar nicht, ob. Ihr seht die Tankanzeige, die ist voll. Rechts ist auch voll. Ob die eigentlich auch mitgeht, da habe ich noch nie drauf geachtet. Naja, wir werden es sehen. So, aber schön ist auch von innen beleuchtet. Können wir die Frontscheibe aufmachen? Bestimmt. Oh, nee, falsche. Okay. Ich wollte nicht die Haube aufmachen während der Fahrt. Das habt ihr gesehen. Das wollten wir nicht. Von außen. So, reicht das Licht. Ah, schön. Er hat doch einen Sound. Ab und zu, wenn ich mal zur Arbeit fahre, fährt auch ein MB-Truck vor mir. Ich weiß aber nicht, welcher das genau ist. Ein Tausender, glaube ich. Und der hat einen Sound. Ey, der haut aber auch raus oben, ne? So. Oh, ich sehe schon unsere Ballenpresse. Seht ihr sie auch? Gestern, wo ich, also am Freitag, wo ich vom Training kam, kamen mir auch zwei Traktoren, zwei Schlepper entgegen. Einer mit Pieksgabeln zum Ballen sammeln und dann eine riesen Big Krone Ballenpresse. Das war ein Riesending. Oh, die ist auch ein bisschen größer. Ich dachte, die ist ein bisschen kleiner, aber von Ausmaß her ist okay. Schafft das unser MB-Truck eigentlich? Mal gucken, wie viel. PS braucht die eigentlich? Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ne? 115 PS, okay. Was hat er hier? Gut, das wird nix. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ne? Wir haben 95. Hier auch noch ein Trecker, ne? Ja, der 661, der. Der muss dann gleich ran. Okay, aber zum Holen konnten wir den MB-Truck nehmen. So, und ab geht's. Oh, er kämpft. Man merkt's richtig. Er muss richtig kämpfen. Kommt ein Auto? Nein. Und wie er kämpft. Alter Falter. So, da würde ich mal sagen, wir haben doch einen Händlerhof. Genau, dann fährst du mal zu unserem Hof. Und wir werden dich auffüllen. Wo bist du denn? Da. Werden wir als erstes nochmal schnell den Dünger, das Saatgut auffüllen. So, Z. Und. Warte, ich muss ihn erstmal entlassen. X. Das sieht echt scheiße aus. Also merken, wir dürfen keine Saatgutbehälter drauf lassen. Dürfen wir nicht. So, unser Dünger. Wir brauchen den Dünger. B und Z. So, und ab geht's. Ja, so viel hat er nicht mehr, ne? So viel hat er nicht mehr. Nur die Ecken dann ein bisschen. Sehr schön. Unser Buggy hat sich schon bezahlt gemacht. So. Achso.
müssen die auch lösen, ne? Sonst. Er ging da gerade hinten hoch. Vorne. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Machen wir mal lieber fest, sonst fallen wir noch um. Warum kann ich das denn nicht? Huhuhu. B, B, B. Z. Durchdrehende Reifen. Ja, stimmt. Entschuldigung, wir haben dir nicht gesagt, dass du anhalten sollst, wenn du da bist. Das stimmt. Es tut mir leid. So. Erstmal Pferde von der Tochter. So. Können wir den nicht so? Okay. Gut, dann müssen wir es anders machen. Fahren wir dich mal kurz zu unserem Saatgut Big Pack. Wenn das nicht geht, dann müssen wir dich aufheben. Okay. Du hast keinen Frontlader, denn du hast der, du bist der Einzige mit Frontlader. So, dann müssen wir uns die Gabel holen. Und dann werden wir halt den per Hand befüllen. Das ist ja kein Problem. So. Und rückwärts raus. Und ab aufs Feld. Und ich dachte, das geht. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht geht. Hm. Sehen wir gleich. Hoffentlich können wir ihn so befüllen. So. Und rauf aufs Feld. Mal drunter, mal ein bisschen Licht hier, dass wir auch was sehen. Wow. Ne? Warum geht denn das jetzt nicht? Mama, können wir das senken? Bringt das was? So. Warum geht das nicht? Warum können wir das jetzt nicht auffüllen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch Dünger und Dünger brauchen wir. Das ging doch vorhin. Also in der letzten Folge. Dahinter. Ja, unser Kleiner, der muss echt kämpfen, ne? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wo, was ist das denn? So. Was ist denn das los? Ich bin noch perfekt drin. Ey, die sind. Das ist auch das letzte Mal, dass wir uns die holen. Wir holen uns lieber die kleineren. So, jetzt kommen wir hier.
Ah, leckt mich doch. Was ist denn hier los? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Und kann ich denn hier nicht auffüllen? Ach, Mist. Die Folge hätte so schön sein können, ne? Das geht nicht, aber warum? Mann, Mann, Mann. So, jetzt stellen wir dich erstmal wieder hin. Krieg gleich die Kratze, ne? Gut, Plan B. Plan B. Tschüpp. Müssen wir es halt so machen. Aber die irgendwie, irgendwas spinnt doch da mit denen. Warum klappt das denn nicht? So. B, B, Z. So, jetzt stehst du eigentlich direkt davor. Wir senken dich auch. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. So. Warum? Das war jetzt zu hoch. So, aber jetzt. So, jetzt müssten wir runterfahren und dann müsste es eigentlich... Ach, das kam ja auch da oben rein, ne? Ja, jetzt. Jetzt geht's natürlich. Ja, ich habe ganz vergessen, das kommt ja auch da oben rein. Ach, wir sind auch Spezialisten, ne? So. Du kannst auf jeden Fall da weitermachen. Fährst auch richtig gleich los. Sehr schön. Dich lassen wir ab. Vom Feld. Wollen wir uns nicht das ganze Feld zerstören. Jetzt sieht er aber auch hier, ne? Seine. Dich lassen wir auch mal nochmal so stehen. Schnell rüber. So. Ich brauche mal gerade nicht. Du kannst hier rein. So, dich nehmen wir nochmal auf. X. Dich brauchen wir, gehe ich von aus, hier jetzt nicht mehr. Das hat eigentlich das ganze Feld gereicht. Ich bringe auch gleich nochmal weg. Schweißtropfen. So. Dich stellen wir, du bist gebraucht, dich stellen wir hier mit zu. B, B, B. Bisschen nach vorne. Zack. Die stellen wir hier mit rein. So, ich bringe auch nochmal zu unserem Bestimmungsort. Unsere schöne neue Krone Big Pack. 120.
Zack. So, und damit endet die Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.